Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie ein vergessenes oder verlorenes Passwort in einem Wi-Fi-Netzwerk finden. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die Sache ist, dass Sie das Internet verwendet haben, um Wi-Fi Passwörter in Ihrer Routern festzulegen, wenn sie installiert und zum ersten Mal konfiguriert wurden. Und solche Passwörter werden nur einmal eingegeben. Bei zukünftigen Computern, Laptops oder Mobilgeräten wird das Kennwort gespeichert und automatisch eine Verbindung zum LAN hergestellt. Und das Passwort, das Benutzer für Wi-Fi festgelegt haben, wird im Laufe der Zeit vergessen. Ich erkläre Ihnen in diesem Video, wie Sie ihn erkennen können. Die erste Möglichkeit, das für WLAN festgelegte Kennwort herauszufinden, besteht darin, es im Router selbst zu überprüfen. Wie Sie das geht, habe ich bereits in einem meiner Videos ausführlich gezeigt. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Die zweite Methode eignet sich, wenn ein Computer bereits mit Wi-Fi verbunden ist. In diesem Fall machen wir folgende Schritte. Wechseln Sie von diesem Computer zur Systemsteuerung, Netzwerk und Freigabecenter. Informationen dazu, was ist das Kontrollpanel, wo es sich befindet und wie es gestartet wird, finden Sie im separaten Video in unserem Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Klicken Sie auf eine bestehende Verbindung. Wählen Sie im geöffneten Fenster Netzwerkstatus die Option Eigenschaften des drahtlosen Netzwerks. Wechseln Sie zur Registerkarte Sicherheit und aktivieren Sie eingebende Zeichen darstellen. Netzwerksicherheitsschlüssel ist ein Kennwort von verbunden Wi-Fi. Wenn Ihr Computer nicht mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, das Kennwort, aus dem Sie herausfinden müssen, aber bereits zuvor verbunden war, können Sie das Kennwort mit der dritten Methode herausfinden. Dafür machen Sie folgende Schritte. Führen Sie die Befehlszeile als Administrator aus. Es gibt ein separates Video zum Ausführen der Befehlszeile als Administrator. Siehe den Link in der Beschreibung. Geben Sie den folgenden Befehl an eine Eingabeaufforderung ein. NetWLAN Show Profiles. Infolgedessen werden Wi-Fi-Netzwerke angezeigt, mit denen Sie über diesen Computer verbunden sind. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um das Kennwort für den Zugriff auf das gewünschte LAN-Netzwerk zu ermitteln. NetWLAN Show Profiles Hetman Software K gleich Clear, wobei Hetman Software der Name des Netzwerks ist. Als Ergebnis werden Netzwerkdaten mit dem angegebenen Namen angezeigt. Suchen Sie den Punkt Schlüsselinhalt. Dies ist das Passwort für das vergessene LAN. Wenn Sie das Passwort für Wi-Fi kennen müssen, aber kein Computer verfügbar ist, können Sie dies auch mit einem Smartphone tun. Es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Greifen Sie mit Ihrem Smartphone auf die Einstellungen Ihres Routers zu und sehen Sie das Passwort für Wi-Fi. Einen Link zum Video dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Und zweitens, verwenden Sie eine der Anwendungen, um Ihr WLAN-Kennwort aus einem bereits verbundenen früheren Netzwerk wiederherzustellen, wie Wi-Fi Key Recovery oder Wi-Fi Password Recovery. Für den Betrieb solcher Anwendungen sind jedoch auf jeden Fall Super-User- oder Root-Rechte erforderlich, wenn wir über Android sprechen. Unter iOS sind die Dinge viel komplizierter. Das ist alles. Daumen hoch, wenn euch Video gefallen hat, subskribieren Sie unseren Kanal,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.